Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier, wie versprochen, nach dem CDC ist sozusagen vor dem nächsten Premium-Panzer, und zwar dem STA-2, dem auch Tier 8 Premium-Panzer, in dem Fall der Japaner, gespielt. Auch mit diesem noch kein einziges Ründchen, deswegen schauen wir uns einfach zusammen an und lassen uns überraschen, wie er denn so performt. Auch er hat extrem wenig Panzerung, also er müsste so vom Spielstil her so absolut Richtung CDC gehen. Das ist zumindest so die Vermutung, die ich habe. Matchmaking auch wieder ganz gut. Teams recht ausgeglichen von den Werten her und Top-Tier ist schön. Karte Nordwesten. Also mal schauen, was wir hier so reißen können. Oh, im Gegnerteam schon T28. Da war schon jemand fleißig mit den Missionen. Die Ladezeit ist natürlich bei der Aufnahme immer etwas länger, aber da sind wir auch schon drin. Ausschauen tut er wirklich ganz cool. Was haben wir denn? 185 Durchschlag und 275. Ja, also 185 ist doch okay. 6 Sekunden Reload. Auch hier bei dem Panzer ist wieder das gleiche Problem gegeben wie beim CDC. Was heißt Problem? Aber hier in dem Fall ist es keins, aber kann eins sein. Und zwar, dass er in Tier 10 auch kommen kann. So, der Richtbereich der Kanone nicht so ganz krass, wie man das vom CDC gesehen hat, glaube ich. Ich werde jetzt erstmal versuchen, hinten ein bisschen zu snipen. Weil, also ein Frontsau ist er definitiv keine. Das Team pusht hier unten recht stark. Schön daneben gesammelt. So. Nein, daneben. Daneben. So. Ah, da war er doch noch. Ich hätte gedacht, der wäre jetzt weg. Aber gut. Hat doch in dem Fall dann der AMX gemacht. Die Aufräumarbeit. Und man sieht, da ist ganz viel los. Ich würde ungern noch da vorfahren. Schauen erstmal, wie sich das Gegnerteam da verhält, aber auf jeden Fall ist da der Großteil. Rückwärts fahren, 20 km/h absolut akzeptabel. Bäume umfahren geht auch gut. Oh, jetzt ist im Norden einiges. Ich glaube, da werde ich mich mal konzentrieren, um da zu helfen. Geschwindigkeit, man sieht es ja unten, ist in Ordnung, aber er fühlt sich ein bisschen behäbiger an. So, da wird schon um Hilfe gebeten. Die wollen wir doch den Jungs auch zukommen lassen. Na, komme ich leider so nicht drauf, wäre jetzt zu schön. AMX steht hinten im Cap. Spannend. Jetzt stehe ich unglaublich offen. So. Ich hoffe, dass der 150er seinen Hinter noch ein bisschen weiter fortbewegt. Passiert wenig. Chaffee will jetzt Richtung AMX. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer.
So. Die Position ist ganz nice, aber ich muss mir jetzt langsam dann aufpassen, dass ich da dass unsere Base da nicht gerusht wird. AMX capt das scheinbar echt durch. Ist spannend. 7 zu 5 aktuell. 10 Sekunden noch. Fünf Sekunden. Der capt's echt durch. Ja, nice. Ist ein Sieg. Aber aufgrund der Kürze der Runde werde ich noch eine zweite direkt dranhängen. Weil man hat gesehen, snipern kann er. Ohne Frage. Aber sonst hat man noch nicht so viel gesehen. Deswegen schauen wir mal, was es rausgibt. 48.000 netto gibt's raus. Das ist doch ganz okay. Vom Schaden her im Mittelfeld und XP auch im Mittelfeld. Klicken direkt wieder rein. Auch hier schnelles Matchmaking. Redshire jetzt dran. Und hier kommen wir jetzt in ein realistischeres Gefecht, sage ich mal. 9er, 8er, 7er. Artie ist auch am Start. Und gerade jetzt ist sowas wie hier der T49 mit seiner HE. Das ist Gift für unseren Panzer, also da muss man echt aufpassen. Auch hier werde ich die Taktik in etwa gleich erstmal beibehalten. Also erstmal defensiv bleiben, schauen, wie sich alles so verlagert und im Zweifel kann man dann immer noch agieren und die Pace machen. 1420 Struktur ist jetzt zwar nicht wenig, aber jetzt auch nicht die Welt. Also von dem her immer Piano, immer sachte. So, erstmal hier auf den Hügel fahren. Wie gesagt, die Gun Depression. Ja, es ist in Ordnung, aber so ein bisschen mehr wäre noch cool. Aber klar, muss man natürlich auch immer sinnig im Auge behalten. Oh, drei Gegner-Artis fällt mir jetzt erst auf. Ist natürlich ekelig. So, aktuell. Ich denke mal, hier drüben wird gar nicht so viel kommen. In Anbetracht dessen. Sehr schön. In Anbetracht dessen, dass die Gegner auch gar nicht so viele Heavys haben. Der LTDB hat es da nicht gut gemacht. Der also offenbar hätte er sich sofort wieder verlagern müssen. Hat man ja gesehen. Da kamen die Schüsse dann schnell rein. Bin gespannt, wirklich, wie viel hier drüben noch kommt. Und gerade natürlich so bei den Gegnern T95 ist natürlich das Monster. T30 jetzt hier gerade offen. T95 kann man erwarten, dass der irgendwo den Base Dev macht. Dementsprechend nicht allzu weit vorfährt. So, ES8 kommt da hoch. Der ist abgeprallt. Uncool. Er hat vielleicht nur auf den Helm oben, aber nein, da hat er sich nicht so bewegt, wie ich mir das gedacht hatte. So, jetzt laden wir schnell Premium, weil den will ich da schon weghaben. Ah. Das passiert, was ich nicht wollte.
Ja, da konnte ich den wegmachen. Und wie gesagt, der T49 hat mich da Gott sei Dank für nicht so viel Schaden getroffen, wie es hätte er machen können. Also von dem her war es noch glücklich. Aber ist natürlich immer auch ein schwieriger Fall, wenn man keine Lampe auf dem Panzer hat. Muss man da einfach ein bisschen aufpassen. T95 ist immer noch ungespottet gewesen. Also von dem her spannend, wo der kommen wird. So, wir fahren jetzt mal weiter. Tschuk. So, wieder ein bisschen moven. Arti kommt rein und jetzt ist er weg. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, jetzt noch. Also, wie gesagt, da hat der, ich würde vermuten, der T49 oder der Arti getroffen. Und da vorne ist ein Baum gefallen. So, Objekt. Ich muss nur aufpassen auf meine Deckung. Da ist der T95. So, jetzt kommt das Objekt im Frontkampf. Der konnte weg. Ne, da komme ich jetzt nicht dran. Da bewegen wir uns jetzt mal ein bisschen. Brauchen wir AT-Unterstützung. Jetzt habe ich auch wirklich nicht mehr viel Struktur. Also jetzt wird mich von den Gegnern so ziemlich jeder wegmachen. Also ob es AT oder ob es TD ist. ATs sind drauf. Jetzt geht es erstmal nur darum, ich will jetzt eigentlich nur die Gegner aufmachen. Ah, da muss ich, wie gesagt, ich werde jetzt hier wirklich nur den Spotter machen. Das ist jetzt so mein Hintergrund des Ganzen. Kommt er hier auf mich drauf? Ja, da will er den Kill sich sichern. Zwischenzeitlich hat die Arti aber den GW Panther und viel ist da nicht mehr über. Schauen wir mal, was der AMX jetzt da macht. Der müsste es jetzt hoffentlich erledigen. So, und jetzt gibt es nur noch den T49. So, der ist da. Komm, ramm ihn einfach. Ah, schön. Drei Kills, 2300 und ein Teamschaden noch. Und ich denke, damit ist er jetzt auf jeden Fall deutlich besser präsentiert worden. Und ihr könnt euch jetzt mal auch eine Meinung von dem bilden. In dem Fall gab es raus 53.000. Überlebenschaftsaktzeichen zweiter Klasse. Und jetzt stehe ich auch ganz oben. So. Also dann danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es diesmal auch wieder gefallen und es kann auch wieder hier ein ganzes Stück mehr bringen, ob ihr euch den Panzer holt oder nicht. Dementsprechend, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.